Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu hier, We Are Here Forever. Was war das für eine Folge letzte Woche? Über eine Stunde. Halbe Stunde für die scheiß Rätsel hier gebraucht. Jetzt geht's weiter. Viel Spaß mit den Highlights. Abonniert den Kanal und lasst gerne mal in den Kommentaren wissen, wie ihr das Game findet. Weißt du, wo es weitergeht? Seine Füße sind auf jeden Fall hoch. Ja, hier. Durch die Eule durch. Hallo? Hallo. Willst du aus? Willst du Essen aus? Willst du was oder nicht? Ich mache mir später. Confess your greatest sins. Ich hab Pizza gebracht. Ich hätte uns auch eine Pizza gebracht. Nee, alles gut. Wir machen nicht mehr so lange. Ich bin hier gefangen. Oh. Hinten. In der Tür bin ich reingegangen. Ist, glaube ich, ja, so ein Beistuhl. Ja, ich gehe in die andere Seite. Oh ja. Hallo. Hallo. Reimer Ava Maria. Oh, Alter. Leggy? Die Leggy lobt. Grand Absolution. So. Okay. Music will guide you home. Oh, okay. Ist das jetzt in einer Kapelle oder so? Musik wird dich nach Hause führen. Ja, hier sind so... Hier ist ein Hammer. Was tust du da? Hier sind ganz viele Symbole. Kannst du mich nach oben fahren? Hier rechts war der das Drehding. Bist du runter? Ich bin oben. Okay. Musik wird dich nach Hause führen, okay? Eine Orgel oder sowas ist so? Ja, Orgel. Och Gott. Oh, was hast du? Ach du meine Güte. Ach du Scheiße. Ja, wer ist denn was? Wir brauchen überall Ohren. Setz dich niemals hinter oder vor ein anderes Mitglied des Widerstands. Okay, also. Die Päpste müssen auf die Zahnräder gesetzt werden. Okay. Hier zum Beispiel. Wo ist das? Ein Arm. Naja. Ich habe hier auch noch Symbole und Hilfe. Falls ja, warte mal. Ja, warte mal kurz. Ich setze die hier jetzt schon mal hin. Hier. Ah, jetzt kann ich wieder nicht laufen, okay. So, und jetzt noch hier den einen Esel. Hä? Ach so, der ist nicht hier, okay. Was hast du denn da für Symbole? Ein Hammer? Eine Dose, wo was rausläuft? Sowas? Eine Sekunde. Ja, also Dose, wo was rausläuft, habe ich. Ja. Und was ist da für ein Typ Mensch? Daneben? Einer mit einem Monokel und einer Dauerwelle. So einer Locke nach oben. Ja, okay. Monokel. Ja. Und noch zwei weitere. Ja, mit Hüten. Einer mit Hut und eine Frau mit einem Bob.
Und da grünen Schleife im Haar. Ja, warte mal. Was ist das denn? Genau. Weil ich glaube, wir müssen die dann da hinsetzen, oder? Achso, die mit der grünen Schleife im Haar, ne? Mhm. Die ist bei dem Dosending Topf, mit. Topf, mit der ausläuft, ja. Der Typ im Monokel, ne? Mhm. Ich keine Ahnung, wo ich den jetzt hinsetzen muss. Oder muss man den da auch noch... Ich setze den jetzt einfach hier hin. Dann sie mit der Schleife im Haar. Hier. Wen hast du da noch? Und den einen mit einer spitzen Hut, einen Topfschnitt und einem Ziegenbart, einen ganz langen. So einen lilanen ja. Hut? Ja. Ach du Scheiße. Lila Hut, langer Ziegenbart, ein Topfschnitt und der hat auch eine Kutte, ein Schal um den Hals. Der nach unten hängt, vorne. Auch in lila. Nee, habe ich nicht, aber... keine Ahnung. Dann nehme ich den jetzt. Aber das kann doch nicht sein. Hat er ein Ziegenbart? Jetzt? Ja. Okay. Aber warte mal. Ach, hier. Ah, okay, verstehe. Hast du dann noch andere Symbole? Ja, dieses Reagenzglas. Ja. Eine Frau mit einem Dutt. Ja. Reagenzglas, sagst du. Oh, da muss ich später nochmal... Oh, da habe ich ein bisschen was falsch gemacht. Ja, wen noch? Und wieder eine Priesterin dieses Mal. Auch ja. Mit diesem lilanen Hut. Aber die Haare haben so... Ist wieder ein Bob, aber die hat... Einmal in der Mitte so eine Welle nach oben und einmal unten eine Welle nach ja. oben. Ja. Und die kommt dann dort zum Reagenzglas. Okay. Noch wen? Dann habe ich noch zwei, die haben gar nichts. Verhaltenskodex. Männer und Frauen können nicht auf der gleichen Bank sitzen. Setz dich nur auf die Plätze, die für beiden Geschlechter. Ja. Da sind jetzt Frauen, das sind auch zwei Frauen, das ist ein Mann. Das ist auch ein Mann. Okay. Hast du auch so Schrauben? Nee, ich habe nur noch zwei Männer ohne irgendwas. Wieder ein mit Monokel und einer Glatze und ein mit einem Zylinder und einem Monopoly-Bart. Ja, und die sitzen nirgends. Genau, die haben kein Zeichen. Ich gehe mal auf die andere Seite, ob da noch was ist. Ja. Nee, auf der anderen Seite ist nichts mehr. Boah. Mehr gibt's hier nicht. Warte mal. Wir brauchen überall Ohren. Setz dich niemals hinter oder vor ein anderes Mitglied des Widerstands. Widerstand ist sowas. Ja, die sind alle vom Widerstand, oder nicht? Oder müssen wir rausfinden, wer vom Widerstand ist? Du hast keinen Handwerker da oben. Mhm. Also noch eine andere, wir müssen noch eine andere Tür aufmachen. Unbedingt. Huch! Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Wie kommt man hier denn hoch? Gar nicht? Hier ist doch der. Den meinte ich. Und hier sind die beiden. Die ohne irgendwas. Ja, aber wir wissen halt nicht, wo wir die hinsetzen sollen, weil... Hier, das ist halt, das verwirrt mich hier ein bisschen. Also hier schon mal nicht, hier ist eine Frau. Also hier wahrscheinlich. Zack. Und hier ist es Frau und was bist du denn? Ist das eine Frau? Könnte sein. Das ist eine Frau, die hat einen Dutt. Und hier ist ein Mann und auch hier. Ja, aber das ist König, das ist aber eine Königsfamilie sitzt. Das glaube ich nicht, dass der da sitzt, der wird hier sitzen. Nee, aber das ist eine Frau. König? Ja, wieso hast du den König noch nicht platziert? Wo ist der König? Weil da kein König ist.
Deswegen, da müssen wir müssen bestimmt noch die andere Tür aufbekommen. Au! Was tust du? Katze, kratz mich. Ja, das ist doch ein König. Wo? Ja, in der Vitrine oder nicht? Hä, wo hast du den denn jetzt her? Der war da noch. Aber es ist eine Frau. Eine Frau darf nicht nehmen, Mann. Salz, Topf, der auskippt. Das ist auch ein Mann. Wieso liegt hier ein Arm? Bestimmt einer mit einem Arm kommt hier hin. Nein, wir haben hier keinen mit einem Arm. Der liegt da einfach so. Frau? Frau, da, so. Aber du bist König. Du musst da hin. Du musst weg. Der Topf, der auskippt. Hatte ich nur zwei bei Topf, der auskippt? Hatte ich hier nicht drei gesagt, ein Topf, der auskippt? Ich weiß es nicht. Wir haben eh keine Frauen mehr hier. Wen hast du da? Ich habe noch einen Mann, der mit Glatze und Monokel. Hier ist noch eine Frau mit dem grünen Hut. Den nehmen wir mal. Du kommst weg. Du kommst dahin. Ah, hier, der darf nicht hier sitzen. Du machst mir jetzt alles kaputt. Ich mach nichts weg von dem, was du hast. Okay. Bestimmt ist aber das ist ja jetzt ein König. Ja, der war es da ja vorher nicht. Ja, die ist ja auch in diesem König-Kanister. Woher willst du das? Die war da in einem Glasschrank. Hast du dich richtig geguckt? Hier, ja, da ist hier mit drin. Aus dem Glasschrank könnte man nicht rausnehmen. Der ist ja auch nicht. Die sieht nur so aus. Und das, was ist hier, steht hier? Kommen wir hier nicht hoch, irgendwie? Nee. Von dort sind wir gekommen. Boah. Boah, ich kann das nicht. Willst du mich mal nach oben lassen? Ich möchte mir das da mal angucken. Ja. Achso. Mhm. Man weiß halt gar nicht, was Widerstand ist. Wo soll ich denn wissen, wer Widerstand ist? Ja, es sind ja irgendwie die das Zeichen, was da drauf ist. Wahrscheinlich die mit dem Hammer, ne? Nee. Da ist ja auf dem Blatt Papier, wo das geschrieben steht, so ein Zeichen. Ah, die. Ich hab's verstanden. Es gibt bei jeder Fraktion einen, der im Widerstand ist. Genau. Das heißt, ein Priester, der bei den Rat sitzt, ist ein Widerstandler. Also der ja, hier. Beim Rat. Boah, wo soll ich denn jetzt wissen, wer das ist? Guck mal, hier an den Bänken sind auch noch Zeichen. Okay, Krone. Was für Zeichen? Ah. Also vorne dürfen tatsächlich nur Priester sitzen. Nichts anderes. Ja, das siehst du ja an den und gedeckten dann da, Sitzplätzen. Und hier sind beide Krone. Das ist auch Krone. Okay. Das mit dem Salz. Das mit dem Topf, meine ich. Ja. Ah, mit dem Topf, ja, da hast du ja die... Du hast sie gerade mit der grünen Schleife in der Hand, ne? Hm.
Ja, die muss auf jeden Fall da irgendwo sitzen. Nee, die hat einen grünen Hut. Ach so, okay. Und das da, das ist hier die einzige mit Königsdingsbums. Warte, wie viele Königsdinger haben wir denn? Wir haben ja nur die. Ja, eine. Wir haben nur die. Und ein. Dann sitzt da vielleicht keiner. Da sitzt keiner, genau, da sitzt keiner, weil der andere Ding ist umgestoßen. Was ist umgestoßen? In dem Königs. In dieser Vitrine ist ein Kopf umgestoßen. Okay. Aha. Okay. Sag nochmal, die Salztöpfe ist ein mit die mit der. Grünen Schleife. Ja. Der Priester mit dem Ziegenbart, der müsste ja vorne sitzen. Ja. Und der Typ mit der mit dem einem Monokel und den Haaren nach vorne, die nach oben gehen, so der Pony. Mhm. Ja. Mhm. Und dann halt zwei von der Fiole. Ja, Sekunde, ich habe eine Idee. Mhm. Pony nach vorne, den nehmen wir da hin. Zack. Jetzt sag mal, das Reagenzglas nochmal. Ja, das ist die Priesterin mit diesen vier Locken da. Die musst du dann ja auf der anderen safe. Bank sitzen. Genau, die ist safe richtig. Und eine mit dem Dutt. So eine blonde auch, mit dem Dutt. Die ist auch safe richtig. Das heißt, da muss eine Frau sitzen. Da sitzt niemand, okay. Ja, dann habe ich hier noch die zwei. Einer mit einem Zylinder und Ziegenbart und Schnurrbart. Und einer mit einer Halbglatze und Monokel, aber dazu wissen wir nicht, die sind hier einfach in der Vitrine drin. Mhm, genau. Wo ich noch nicht so schlau draus werde, ist, woher wir wissen, wer ein Mitglied der Gilde ist und ein Mitglied des Widerstands ist. Wir haben ja den Hammer. Und dieses Rad, wissen wir nicht, was ist. Also du kommst hier auf gar keinen Fall hin. Du bist ein Typ, das ist eine Frau, also musst du hier hin. Und du bist auch ein Priester, du musst hier vorne hin, safe. Zack. Also sind noch drei Plätze offen. Ein Hammer und zweimal ein Rad. Also ein Mann, noch ein Mann und eine Frau. Eine Frau und zwei Männer. Ja, aber wir haben hier, haben wir ja keinen mit... Und wir haben wir einen mit so einer lilanen Schärpe? Die. Nee, mit Schal haben wir nicht. Du bist doch irgendwas. Du kommst auf jeden Fall zu der Frau. Ich check's nicht. So, und jetzt können wir die anderen beiden Männer hier noch aufteilen. Die können... Wir haben aber... Achso, Männer... Die kann es nicht sein, weil die ist ja. Ja, die, hast die hat so ein Symbol. Die hat da so ein Symbol. So ein Symbol. Die hat ein Symbol. Die hat da oben ein Symbol gehabt. Salz, glaube ich. Also dieser Topf. Ja, und wieso hast du die dann nicht da hingesetzt? Weil die da nicht drauf darf. Weil hier nur aber Könige dürfen. Aber wenn die da ja oben. Hier dürfen nur Könige hin. Hier darf die nicht hin. Hier ist Königsbank. Setz mal deinen Typen hier hin. Nee. Hier, nee. Komm mal hier hin. Hier ist kein Zeichen. Weiß hat kein Zeichen. Komm mal auf die andere Seite von der Bank. Guck. Die darf hier natürlich sitzen. Hier, hier sind auch noch. Ah, das sind auch noch da. Zeichen. So, der Herr. Ist das denn eine Frau, Frau? Beide Frau? Ja. Hast du da hingesetzt? Warte. Dann würde ich die beiden hier nochmal tauschen. Das muss so richtig sein. Andere Idee habe ich nicht. Ja, was passieren? Muss man hier was drücken? Der Salz muss safe richtig sein. Ha! Ja, sehr gut.
So, hier was passiert? Nee, wo ist was passiert? Weiß ich nicht, hab nichts gesehen. Hier ist auch keine Tür aufgegangen. Nee. Ey, gut gemacht, aber was ist passiert? Oben vielleicht was aufgegangen oder so? Oben ist eigentlich keine Tür. Irgendwas? Aber oben war ein Gitter vor diesen Porträts. Okay, ich schick dich mal nach oben. Ja. Ja. Ist oben? Naja, warte mal. Ah, ich muss jetzt einstellen, wer aus der... Wenn alle Anwesenden richtig... Beginnt die Zeremonie. Aber warum ist das denn... Ich kann ja jetzt quasi einstellen, wer von der... von dieser Gruppe da war. Ja, weißt Widerstand. Du, mit dem von dem Widerstand. Wo sollen wir das wissen? Naja, da steht ja, die dürfen irgendwie nicht vor oder hinter jemanden, musst du mal unten nochmal schauen. Neben den Zettel, dass Frauen und Männer nicht nebeneinander sitzen dürfen. Steht hier noch was? Du darfst dich niemals vor ein Mitglied. Das heißt, die Mitglieder können schon mal nicht ganz vorne sitzen. Nee, okay, ja, die können nicht ja hinten sitzen, oder? Nicht neben und davor. Also können sie vorne sitzen. Wo sollen wir wissen, wer vom Widerstand ist? Das verstehe ich ja gar nicht. Ich auch nicht. Ist da noch irgendwelche Hinweise oben? Ist da noch irgendwas? Nee, es steht... Oh, warte mal. Nee. Hier steht nur, wenn alle Anwesenden richtig Platz genommen haben, beginnt die Zeremonie. Es ist ja einer von jedem... Ja, von jedem Stamm. Ja, und da müssen wir jetzt gucken, dass die... Wie ist das? Die dürfen davor... Nicht davor und nicht daneben? Hä? Stimmt, nicht davor, nicht daneben. Okay, dann lass mich mal kurz nachdenken. Okay, Alchemie. Alchemie. Nicht davor, nicht daneben. Reagenzglas. Wir machen erstmal Reagenzglas. Es sind nur zwei. Okay. Nicht niemals davor oder daneben. Dann kann es nur der Typ hier sein. Und welcher ist das? Da, wo ich draufstehe. Ja, du musst mir das sagen. Ich stehe im Raum. Ich muss mir das vor den Porträts angucken. Vorne rechts. Ja, oder wie? So ein Bischof-Ding. Mit Ziegenbart oder mit Schnurrbart? Ohne. Was ohne? Ohne Bart. Ziegenbart. Ohne Bart. Ganz ohne Bart? Ja. Da habe ich nur Frauen. Was? Boah, das ist schwierig. Das Frauen nur sind. Ja, Frauen können nicht beim Widerstand sein. Die können nicht beim Widerstand sein? Ja, weiß ich nicht, hast du gerade gesagt. Nein, ich habe hier nur Frauen, aber das Ding ist, dass die Frauen hier neben den Bischöfen sitzen. Und nicht die Frauen nebeneinander, sondern Mann, Frau, Frau, Mann. Das ist halt merkwürdig und ich habe mir halt einen Bischof... Komm doch einfach kurz raus und gucken, dann siehst du doch, oder nicht? Ja, aber ich glaube, das ist nicht gleich. Weil dann wäre das ja die Lösung. Ja, dann. Ja, das verstehe ich ja. Also, ich weiß nicht, wie du die zuordnest. Also, lass mich mal gucken. Ich kann das gar nicht mir vorstellen. Ja, komm und stell es dir vor. Du musst mich hochfahren. Aha.
Amarelli, das kann doch gar nicht sein. Also, danke, aber... Das war doch jetzt nicht schon wieder ein Monat. So ein Monat ist einfach nichts, ja, tatsächlich. Kann sich irgendein Mod bitte merken, dass wir 1 Euro auf die Spenden packen? Wo ist das denn mit den Typen? In dem einen Raum, wo du die Tipps hattest. Mit der Vitrine da. Ah ja, perfekt. Okay. Aber weißt du, was ich meine? Da sitzen halt in der Mitte die Frauen und außen ja, die Männer. Ja, das ist einfach nur all die Porträts von den Dingern. Kannst du mir von dem Reagenzglas von der Frau vorne sagen, wie die aussieht? Hat die gelbe Haare oder silberne Haare? Silber. Danke. Hey, interagieren. Danke. So. Ah, hier kommt das jetzt auch, okay. Jetzt komme ich gucken. Ich kann also selber gucken. Weil der andere Reagenzglas kann es nicht sein, weil daneben und davor sitzt einer. Die müssen ja dann beide vom Widerstand sein. Das kann nicht sein, es kann nur die sein. Dann würde ich sagen, als nächstes den Salztopf. Ich sehe das von hier aus nicht alles. Vom Reagenzglas, die ist ja hier. Die sitzt ja schräg dahinter mit dem Reagenzglas. Ja. Der Salztopf, oh, dieser Topf da. Ja. Mhm. Okay, gibt's 3 Leute. Nie davor und nicht daneben. Neben was? Neben dem anderen. Mhm. Neben der ersten. Ja, also können wir eigentlich schon mal sagen, dass von dem Hammer, die müssen ja nebeneinander sitzen. Der Hammertyp, direkt die Hammerfrau da, der andere Bischof, die müssen beide beim Widerstand sein. Du darfst ja nur daneben sitzen, wenn du auch vom Widerstand bist, oder? Macht doch Sinn, oder? Muss doch so. Nee, du darfst ja eben nicht. Du darfst nicht daneben, aber dann müssen die ja alleine sitzen. Das macht da keinen Sinn. Das muss so sein. Ja, die müssen alleine sitzen, die vom Widerstand. Tun sie aber nicht. Die sitzen ja immer nebeneinander. Nein! Hier steht doch, Sätze, wir brauchen überall Ohren, setz dich niemals hinter oder vor ein anderes Mitglied des Widerstandes. Ja. Das heißt, nur Widerstand darf neben dir Widerstand sitzen. Nein, eben nicht. Weil du musst ja alles hören. Das ist eine Nachricht vom Widerstand zum... Ne, also ich meine, viele Leute wissen... Ah, verstehe. Weißt du? Ja, das verstehe ich. Also, die Widerständler dürfen nicht nebeneinander sitzen. Ah, okay. Weil die müssen sich ja verteilen, um alles mitzubekommen. Ah, jetzt check ich das. Ja, okay. Setz dich niemals vor oder neben ein. Okay, richtig, okay. Neben einen vom Widerstand. Da müssen wir aber nochmal das Reagenzglas überdenken. Ja, das andere Reagenzglas sitzt hier in der Mitte. Mhm. Das ist die Frau mit dem Dutt. Ich mache erstmal den Salztopf. Der sieht einfach aus. Das ist auf der einen Seite... Ja, Salztopf ist entweder hier vorne ein Bischof, in der zweiten Reihe ganz außen eine die Frau mit der Schleife oder halt ganz hinten. Also die würden nie nebeneinander sitzen oder voreinander. Und halt der Typ mit der Welle und dem einen Monokel ganz hinten in der Mitte. Das sind die Leute, die diesen Topf haben. Ich hab's. Gib mir noch eine Sekunde, 2 habe ich schon. Hm. Ja, aber die leuchten eh immer, ne? Die leuchten egal, was du anklickst. Ja, ja, ich warte, ich hab's. Okay. Ja, sag mir bitte ganz hinten rechts, wie der Typ aussieht, von wo der Hammer ist. Nee, das andere Seite. Andere Seite. Also, der Hammertyp. Der hat einen Hut und einen Schnurrbart. Was für ein Schnurrbart? Ziege und... Schnurrbart. Nur Schnurrbart? Nein, nur ein Schnurrbart. Dann habe ich ihn. Jetzt vorderste Reihe der Salztopf. Ist ein Bischof mit einem Ziegenbart. Warte, ist das richtig? Ja, muss richtig sein. Ja, es muss richtig sein. Bischof mit einem Ziegenbart. Mhm. Bischof mit einem Ziegenbart. Du... Nein, das ist nicht der mit dem Ziegenbart. Weil da sitzt nämlich die Frau. Naja, ne? So. Laut Bild. Und jetzt, jetzt haben wir. Wir haben Hammer, wir haben Salz. Jetzt brauchen wir nur das Rad. Und Rad muss hinten der hintere sein. Der sitzt. Der hintere. Zylinder? Der hier muss
Zylinder, Ziegenbart und Bart, Schnurrbart. Der? Hm, ist aber falsch. Ah, nee. Wow. Ist richtig? Anscheinend. Es hat sich irgendwas getan, aber was kann ich dir nicht sagen? Oder nicht. Vielleicht war es auch falsch. Ich kann es immer noch einsetzen, Mann. Okay. Ich habe auch nicht nachvollziehen können, was du da eingestellt hast. Ich hab geschaut, welche Symbole, so ein bisschen so Doku-mäßig, wenn vor dir ein Rad ist und dahinter der wäre dann ein Widerständler, kann der davor der nicht sein. Dann muss das andere Rad das sein. Ich habe das Gefühl, das Reagenzglas war falsch. Ja, dann lass uns das andere Reagenzglas nehmen. Aber dann ist auch der Hammer. Ja, aber dann machen wir das einfach nochmal neu, quasi. Dass wir es nochmal neu aufbauen. Warte mal, der. Nee, das kann nicht sein. Das Reagenzglas muss richtig gewesen sein. Wenn wir das andere nehmen, können wir nur den hinteren Hammer nehmen. Können wir auch den Hammer nehmen? Würde gehen, und, der andere Hammer. Aber das Rad können wir nicht nehmen. Also wenn wir das hintere Reagenzglas nehmen, dann können wir das Rad von ganz vorne nehmen. Ja. Das heißt, dahinter dann der Hammer und dann dahinter kannst du aber nicht mehr den Salztopf nehmen. Das geht nicht. Die Salztöpfe sind ja so verteilt, du hast eins vorne rechts, eins links, eins rechts. Das heißt, von den Salztöpfen. Das ja, nee, macht dir dann halt vieles kaputt. Das ist ein Salztopf. Das funktioniert. Wenn du den Salztopf hier nimmst, den Hammer. Und vorne links das Rad. Und vorne links das Rad. Ja. Den Hammer, den Salz auf das Rad. Ja, na, dann sag mal an, das Reagenzglas, das war das Dutt-Frau, ne? Ja, genau. Mhm. Frau mit Dutt. Die hier? Ja. Dann hinten der Hammer, hast du gesagt? Halbglatze und Nockel. Der. Mhm. Dann Salztopf, hast du gesagt, der hinten, ne? Mit der. Hinten, der. Mit der Tolle. Der Typ. Ja. Ja, und dann sicher? Vorne das Rad. Ja. Ist der nur Bischof mit Schnurrbart. Aha. Geil. Meine Tür ist zugegangen. Ah. Oh Gott, noch ein Rätsel. Mhm. Oh Gott, jetzt kommen die Musiknoten. Okay. Dann gehe ich mal zur Orgel, wa? Ah ja, da kann ich jetzt was einstellen. Ja. C, D, E, F, G, A, B. Oh. Okay, was hast du denn da? Erzähl doch mal, was du siehst. Also, ich habe hier nur ein. Also, ich muss hier die Noten verteilen, 6 Stück. So Notenblätter. Mhm. Mhm. Und es ist ein Hinweis an der Wand, wo B, A und G die Töne angezeigt werden. Ein Ton oben ist abgerissen. Da weiß ich nicht, wofür der steht. Welche Töne gibt es alle? B, A, G und? B, D, E, F, G, A, B. Ich habe 7. 7 Töne. Okay. Und dann halt, aber halt 4 von diesen Zahnrädern da an der Orgel oben. Und wenn ich halt einen Buchstabe drücke, F zum Beispiel, dann zeigt er mir halt einen Symbol dazu. Das ist gut. Mhm. Ja. Warte mal, ich glaube, das sind also alles. Für G, A und B hast du die Symbole.
Ich frage mich halt, ob die Sachen, die 6 Notenblätter, die ich hier habe, ob ich die irgendwie in eine richtige Reihenfolge bringen muss. Also nicht. Weil die haben auch Namen. Alert, the clear. Oh, warte, ich habe hier auch was Abgerissenes. Ich habe C, D, E und F. Aber F weiß ich das Symbol nicht, sondern nur von C, D und E. Aber F, warte mal. Wenn ich das C mache, ja, dann kommt das auch. D ist auch das, okay. Und E ist dann auch das Passende. Das ist das. Okay, mach mal bitte, was ich dir sage, ja? Ja. G-A. Du weißt, ich habe nur vier Dinger, ne? Ich kann nur vier Noten spielen. Das ist auch richtig so. Ich habe ja auch immer nur 4. Okay. G-A. Und dann musst du jetzt selber übersetzen. Das sieht Ja. aus wie ein Z. So geschwungen. Ja. C. Und dann B. Ah. Oh, das ist richtig, oder? Ja. Jeder Komponist hat die Hymne nach seinem Geschmack verändert. Als jede dem ursprünglichen Komponist aller folgte. Okay. Sicher, dass es richtig war? Es hat nichts getan, oder? Doch, doch, hier ist ein grünes Ding. Ach so, okay. Aha, und Okay. jetzt? Was machen wir jetzt am besten? Also, das Komische ist, ich habe halt Notenblätter. Jetzt gerade war einfach alle 4 hintereinander. Aber ich habe Aha. auch welche, da ist quasi Note mit einem Pfeil nach unten zur nächsten Note. Ah, das sind andere Takte. Der Takt. Ah, du musst ihn gleich. Kannst du gleichzeitig drücken? Oder versetzt drücken? Also ich habe C, E, G und B sind in der oberen Reihe und dann habe ich D, F, A, die dazwischen stehen. Okay, vielleicht deswegen. Was war das Z nochmal? C. Okay. Und dann, das sieht aus wie eine, das Zeichen sieht aus wie eine Eins mit zwei Rutsche. Punkten. Nein, nein, wie eine Rutsche und mit einem Ball daneben. Eine Ne. Rutsche und dann ein Ball oben drauf. Warte, muss ich ausprobieren. Eine Rutsche und ein Ball. Wie so eine Ah, Rutsche. Hasse. ja, warte, ich muss noch rausfinden, was für ein Buchstabe das ist, aber ich habe das Symbol gesehen. Es ist ein F. Das musst du dir merken. Also Ja. CF. Warte, warte, warte. C. F, ja. Und das nächste ist zwei Bälle, also zwei Punkte übereinander. Eine Eins, ne? Und dann eine 1, genau. Ja, das ist das D. Und dann wieder C. C. Ne, ist Aber das falsch. sind die Noten, die ich hier habe. Aber wie gesagt, mit diesem von C auf F oder C auf die Rutsche ist mit einem Pfeil und dann wieder mit einem Pfeil auf C. Mit einem anderen Was Takt irgendwie. CFC? Ach, Also vielleicht nicht. sind das auch zwei. Okay, versuch noch mal. Erstmal C, Ja. dann diese zwei Bälle mit der 1. D, Dann ja. die Rutsche. Das war es F, ne? Und dann nochmal C. Ja. Und da mal C. Nö, das hatten wir auch gerade, oder nicht? Nee. Nee, wir hatten es vertauscht. Mit einem Takt musst du da nichts machen, ne? Ich verstehe Nein. das nicht. Warte mal, hier, was steht denn hier? Geschichte der Hymne des Volkes. Jeder Komponist hat die Hymne nach seinem Geschmack verändert. Als Jüde, keine Ahnung, dem ursprünglichen Komponisten Allah folgte. Allah, Punkt, Punkt, Punkt. Dann ist abgerissen. Die sind übel am Relais. Boah, keine Ahnung. Ja, also das erste war einfach, weil da waren alle schön nebeneinander. Jetzt sind da irgendwie so zwei Noten untereinander und ich weiß nicht, was wir damit anfangen sollen und mit dem Takt und so. Ich weiß nicht, ob wir Aber mit da dem. vier nebeneinander vier Noten. Das Oder? erste war 4 Noten nebeneinander
Und jetzt, und du hast 1, 2, 3, 4 da drüber, so als Takt. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und jetzt hast du halt das, was ich dir gerade gesagt habe, bei der 2 und bei der 4 eine Note und jeweils ein Pfeil nach unten und wieder zwei Noten. Und da weiß ich nicht, wie wir das eingeben sollen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Okay, wir machen erstmal das hier. Ein J mit einem ausgefüllten Ball und einem leeren Ball daneben, rechts Ja, das daneben. habe ich gerade gedrückt. Und dann auf die Rutsche. Warte kurz, ich muss das ausprobieren, was das ist. Das ist ein A. Also A, F. Ja. Das ist es. Das ist das Nur A Ganze. und F. Ja. Nee, kann nicht sein. Ich muss vier Sachen eingeben. Eine Pause kannst du nicht machen. Nein. Wie gesagt, ich habe nur Ich Noten habe hier. halt auch ein Blatt, da sind gar keine Noten drauf, ne? Nur mal so. Nur mit zwei Pfeile. Ach, warte mal, Keine ist das Ahnung. vielleicht? Ah! Ich glaube, ich hab's. Ich hab's, glaube ich. Ich glaube, ich hab's. Dann lass hören. Warte. Warte. Braucht schon wieder voll lange. Okay. Mach mal G, Ja. Rutsche, F. C, B. Sehr gut. Ich muss das mir in der richtigen Reihenfolge machen. Dass man darauf kommen muss. Okay, jetzt. Jetzt, G. C, C. Und dann die zwei Bälle mit der 1. Kannst dir nicht vorstellen, was ich für einen Gehirnschmalz brauche, ne? Ich muss mir merken, was wir ausgetauscht haben. Also das erste ist auf jeden Fall wieder G. Die Rutsche. F. C. C. Ja, das Game macht übel Bock, Amarelli. Vor allen Dingen dann, wenn du das Rätsel, wenn du es verstanden hast und es klappt. Ja. Hast du ein Zeichen, das sieht irgendwie aus wie. Also, es ist irgendwie so. Also. In J und eine Note? Nein. Wie ein Strich oben und dann runter, wie so ein halbes Haus. Und da oben sind so zwei Locken irgendwie. Ja, das sind E. Das als erstes. Ja. Dann Rutsche. C und dann A. Nö. Scheiße. Vielleicht bleiben die nicht ausgetauscht. Okay, nochmal. Wieder dieses, was ich hier gerade gesagt habe. Dieses Ja, eh. E. Dann A. C. A. Vielleicht.
Oh, das ist so complicated. Aber du meinst schon, dass es quasi wie ein halbes Quadrat, also ein waagerechter Strich, der geht dann nach unten senkrecht und dann sind da an der waagerecht noch zwei Striche durch senkrecht. Ja. Okay. Das muss da, da so. Also wir haben nur noch zwei offen. Mhm. Ach, wieso haben wir denn... Hä? Na, das ist nämlich... Erst kommt das ja so. Das muss... das muss zuerst. So, deswegen. Jetzt muss ich... Jure. Musik will guide you home. Okay. C. Ja. Die Rutsche. CC, keine Ahnung. Ja, okay. Ich verstehe es nicht. Es muss so sein, dass ich die, die ausgetauscht sind, ausgetauscht lasse. Das muss so sein. Das haben wir die ganze Zeit so gemacht. Also das erste muss... C. Was? C. Rutsche. Leer kannst du nicht machen, ne? Nein. Ich brauche vier Noten. Dieses komische Dach, also dies mit den zwei Strichen durch oben. Also das E. Und dann wieder C. Das hatten wir doch schon. Du hast wirklich dieses, also dieses halbe Quadrat und oben sind zwei Striche durch. Genau. Dass du nur eine waagerechte hast und da geht es dann rechts senkrecht runter. Genau, und oben sind zwei Striche durch. Genau, richtig. Das ist das E. Also das erste und letzte muss C sein. Mhm. Weil das nächste sagt mir zweimal C. Und das zweite muss die Rutsche sein. Nur das dritte ist das, was wir ausprobieren müssen. Mhm. Probieren wir alle durch. Also C, Rutsche, irgendwas C. Das klang gut. Schade. Geh einfach von A einfach alle durch. Keine Ahnung. Ja. Oh shit, das war falsch. Ja, da habe ich mich verdrückt.
Also nochmal. C, Rutsche. G, C. Ja, das ist es. Ein G. Ich kann dir nicht sagen, wieso. Ich kann dir nicht sagen, wieso G. Okay. Ich habe hier nicht mal ein G auf den Zetteln drauf. Das okay. Macht gar keinen Sinn. So ein J und eine umgekehrte Note. Ja. Habe ich hier gar nicht auf den Zetteln drauf. Ja. Okay. Das war tatsächlich das. Aber wie? Also du musst dir ja später angucken, wirklich. Da ist einfach, das sind keine Noten. Das ist einfach nur ein roter Pfeil und ein blauer Pfeil. Mehr nicht. Ja, okay. Okay, das nächste ist ja dann einfach. Das ist dann jetzt echt wirklich das senkrechte und waagerechte Ding mit den zwei Strichen oben. Ja. 2 und 3, wie du gerade gemacht hast. Wie 2, 3? Also die nächsten beiden, so wie du davor gemacht hast. Was haben wir gesagt? F, also Rutsche. Rutsche und dann, was du gemacht hast. G. Dieses G, genau. Und dann am Ende ein A. Aha. Yay, Refrain of Resistance. Alter. Alter. Und jetzt? Und geh jetzt die Tür auf. Music will guide you home. Und so. Deine Tür ist wahrscheinlich wieder aufgegangen? Ja. Oh, und da oben gehen jetzt Treppen hoch. Alles klar. Wo bist du? Huch, oh Gott. Ich halte. Wo bist du? Ich warte auf dich. Ach so. Ah, okay. Okay. Now sing the souls that lived here before. Yet all but two, we fled through the door. Anyone like us, caught in the ice, hark to our song, reforge the device. Ich bin ein bisschen stolz auf uns. Natürlich. Geil gemacht. Ja, ich finde die Synchro sehr geil und ich finde auch die Texte gut. Ja, total. So sehr lyrisch, aber sehr cool. Ja, das ist doch ein perfekter Zeitpunkt, um schlafen zu gehen. Ja, ich muss jetzt erstmal noch eine Pizza essen. Ich brauche eine Pause. Mein Kopf qualmt, ich sage es dir. Ja, du hattest auch echt die Sachen zum Nachdenken. Ich musste jetzt viel einfach nur machen. Nee, du hattest auch viele Sachen zum Nachdenken. Also nicht. Hier und nicht da. So. Hast du auch die Nachdenksachen? Doch, doch. Okay, gut. Dann, vielen Dank fürs Zuschauen und es bleibt spannend.
Wir kommen so schnell noch nicht nach Hause. Gut. Ja, abonniert den Kanal. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Bye.